Lass meinen Fisch in Ruhe. Naja, Moment. Pass auf, jetzt ganz gezielt. Meine schöne Makrele. So Leute, Benehmung, denn jetzt geht's wieder los und wir machen das zweite Community Event mit Mount Your Friends. Wieder mit dabei ist der Template. Hallo Leute. Und der Zokio. Einen wunderschönen guten Abend. Genau, und wir hoffen mal, dass der Zokio diesmal mehr Glück hat als in der letzten Runde und dass ich den Template natürlich wieder schlagen kann. Hehe. Ja. Träumen weiter. Genau, und mit diesen Träumen würde ich sagen, starten wir das Spiel. Jetzt kommt das Unerwartete. Ich Das Unerwartete. Der Zokio hat ein bisschen an seinen Skins rumgebastelt. Ich bin gespannt. Er kann schon nicht. Ich erinnere mich nicht dran. Ach, ich fange an. Ich fange an, ich gewinne. Passt. Oh, shit, oh Alter, Wind. Nee. Scheiße. Ich hab verkackt. Du wolltest ja Wind, ne? Der Wind, das himmlische Kind. Ach, ernsthaft, jetzt ist mit. Oh. Jetzt ist echt mit ja. Wind. Ja. Oh, böse, böse. So heißt mein Lehrer. Ja, böse. Ah. Böse Möse? Reiner Böse. Achso. Oh fuck, jetzt komme ich. Siehst du eine Hexe, eine Böse, stecke ich eine Bombe in die Möse. So, reicht aber jetzt wieder. Ja. Wir schauen auch Leute unter 18 zu. Ich bin zwar selber nicht 18, aber... Nein. Ich lache jetzt tatsächlich über seinen Skin. Hast du einen Gummiball im Gesicht? Bist du so ein bisschen Bondage-geil, kann das sein? Ja, kennst dich aus, ne? Ein Fisch als Schniedel und ein Fisch auf dem Kopf auch noch. Oder ist das eine Ente oder was ist das? Das ist ein Fisch. Okay. Das ist ein Goldfisch. Okay, ich hab's geschafft. Press Start. Ey, der Wind ist ja übel heftig. Alter. Vor allem jetzt hat auch noch geblinzt. Seid ihr verrückt? Ey, das wird doch nie was. Entschuldigung, Mikrofon geschlagen, habt ihr es gehört oder? Ja, es ging. Weiß nicht, ich nicht so. Okay. Ich höre dir schon die ganze Zeit nicht zu. So. Ja, so ein richtig kleines Arschloch. Ja, gelegentlich schon. Was wollte ich jetzt sagen? Wenn du von der Dass Seite ich auf kommst, der Seite gespawnt bin? Ja, wenn du von der. Ja, das ist Zufall. Aber wenn du von der Seite kommst, wirst du eigentlich direkt schon in den Turm reingeblasen. Stimmt. Komm, blasen. Mein Gott, ist das ein kinderfreundliches Let's Play. Ja, ist auch. Ich habe ja auch einen Erziehungsauftrag zu erfüllen und dem komme ich nach. Das mit dem Wind ist ganz schön gar nicht mal so einfach. Also so mit Springen und so ist da nicht. Würde ich nicht probieren an deiner Stelle. Komm schon, nein, lass los. Ups. Ja, sieht elegant aus. So. Sehr elegant. Och, nö. Wetten, ich spawn wieder auf der anderen Seite. Die Wette gehe ich ein. Also, da gehe ich mit, wollte ich sagen. Halt dich mal einfach irgendwo fest hier, du Nacken. Ey. Oh, Alter, ich komme ja nirgendwo ran. So, na endlich. Nein, verdammt. Ah. So, jetzt kann ich nämlich nicht mehr schwingen. Das ist gar nicht mal so cool. Kannst du nicht einen auf Tarzan machen? Nee. Mild. Und deiner Jane an den Schniedel fassen. Ey, meine Jane hat keinen Schniedel. Er schwingt an seiner Liane. Meine Jane hat keinen Schniedel. Ich dachte, ja. Ich wäre deine Jane. Halt mal den Schwanz ins Gesicht. Ich bin immerhin schon mal oben. Verdammt. Na, ich mach lieber schnell. Bevor die Zeit. Und er wieder auf der Seite. Und ich hatte recht. Ja. Das ist. Aubrey Wilde. Das kann natürlich, also nach ganz hinten raus kann das auf jeden Fall ein Riesenvorteil sein, wenn du schon direkt am Turm bist. Aber jetzt aktuell ist das alles noch. Ja! Ah. Oh. Genau, geh mal ein bisschen die Ziege kraulen. Ihr gefällt es. Ja. Würde mir auch gefallen. Ah, falsch. Hab ich da was verpasst? Nee. Wissen deine Eltern von? Meine Eltern.
Die kriegen gar nichts mit. Bin weit weg von zu Hause. Ah, dann ist gut. Mhm. Fast schon 10 Meter hier. Was? Fuck. Ich komm noch. So. Jawohl. Jetzt geht's aber los. Pass mal auf. Erstmal. Boah, hast du gesehen? Das war mein Move. Woo. Dein Move? Du meinst am Boden rumkrollen? Winken. Huhu. So, jetzt aber. Moment. Halt! Let's make the rave jetzt party. Jetzt wird's langsam knapp. Lass doch los. Ich muss ja auch noch nach oben. Ich kann oben noch ein bisschen winken. Aber echt, ey, hör auf, die Ziege zu betatschen, du Perversling. Irgendwas muss ich doch machen. Das ist meine Ziege. Halt! Falscher Knopf. Oh. Lass meinen Fisch in Ruhe. Naja, und, ah, Moment. Pass auf, jetzt ganz gezielt. Meine schöne Makrele. Jawohl, Schneidersitz. Was da los? Oh oh. Ja, so war das nicht geplant. Nö, sieht gut aus, mach weiter so. Ja, du bist jetzt zum ersten Mal auf der windigen Seite, ha? Nee, nicht? War ganz am Anfang auch. Achso, okay, ja. Da nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. Swing mal, schwing dich mal hoch. Schwing dein Ding. Ja, macht er doch schon. Mach mal einen auf chinesischer... Mach mal einen auf chinesischer Sexminister, schwing dein Ding. Das Komische ist, die ersten bei dir hatten bei mir jetzt so einen schwarzen Hut auf und eine weiße Krawatte. Ja, bei mir auch. Und jetzt, der hat wieder gar nichts. Der ist nackt. Der macht einen auf Adam und Eva. Ah ja, Fischi. Ja gut, du wirst ja dann im Video irgendwie mal sehen, wie der eigentlich aussieht. Ja. Das ist irgendwie blöd, dass man das nicht sieht bei den anderen. Ja. Wie gesagt, ich glaube, die muss man dann im Ordner einfügen. Bei euch selber. Kann gut sein. Nein! Boah. Okay, so und... Och da, du fettes Schwein! So. Oh, joi. Ist er ja auf der richtigen Seite. Und, riechst du schon den Fischgeruch? Ja, es kommt ganz schön übel rüber hier. Guck mal, ich kann schon gar nicht mehr. Und an den Fisch, los. Ey, schlimmer als der geh doch ran da. Der blockt sich selbst hier mit dem Y-Bein. Ist er blöd, oder was? Ich komm da nicht rüber. Ja, du musst die andere Hand loslassen. Ah. Ah. Ich wusste doch. Wer hat letzte Trick. Runde gewonnen? Der diese Runde gewinnt. Es war Glück. Gut möglich, aber... Es sieht schlecht aus. Gut möglich, aber die Wahrheit, ne? Puh! Hey, jetzt sehe ich... Was zum Teufel, jetzt sehen meine eigenen ja selber so komisch aus, irgendwie. Hä? Ey, verstehe Moment, ich muss da hoch. Ich habe gar nicht drauf geachtet, meine sehen ja wirklich so 9, komisch aus. 8, 7, 6, 5, 4, 3... Ja, ich sehe, wie du gewonnen hast, ne? Ich habe mich verkalkuliert. Okay, ach, so nennt man das. Ja. Tempel ist der Gewinner der Runde. Das wäre natürlich wünschenswert für mich. Aber so sicher wäre ich mir da nicht mehr. Ich hatte das jetzt noch gar nicht so in Erinnerung, dass der Turm schon so hoch war. Ich war sehr erschrocken. Ja? Mhm. Oh, armer. Und danach habe ich dann Angst bekommen. Ist aber auch gerade ganz angenehm, mal die Zuschauerperspektive einzunehmen und zu sehen, dass das hier jetzt auch ganz schön knapp wird. Das wird nicht knapp. Geh doch hoch! Scheiß ich Wind! Ist hier knapper an meinen Fingernägeln? Das stimmt, das wird gar nicht knapp. Nee. Völlige Fehlinterpretation meinerseits. Tut mir leid. Komm schon. 3, 2, 1. Nein! Ja. Das war's. Da hat der Verlierer der letzten Runde jetzt mal alles klar gemacht und gezeigt, wo der Hammer hängt. Oh mein Gott. Tja. Also zum Glück. Sind doch alle Karten offen in dem Spiel. Ja. Glückwunsch an dieser Stelle. Und. Danke. Dann. Genau, würde ich damit
diese Folge den beenden. Genau. Macht's gut, Leute. Bye, bye. Ja, tschüss. Adios.